Kemal Derviş, herzlich willkommen in Essen. Hoş geldiniz. Danke vielmals, hoş bulduk. Als Sie 2001, 2002 Wirtschaftsminister der Türkei waren, befand sich die Türkei in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen, aber auch politischen Situation. Wie würden Sie die Türkei heute beschreiben? Sehr viel hat sich geändert. Genau wie Menschen, auch Länder lernen von Krisen. Und wenn man sie überwältigt, kommt man stärker heraus. Heute ist die Türkei ein starkes Land wirtschaftlich. Es gibt natürlich noch sehr viele Probleme, aber in 10 Jahren hat man enorm viel geschaffen. Der Schuldenlast zum Beispiel gegenüber dem GDP ist jetzt fast 40%, also unter 45%, einer der tiefsten Europas. Aber natürlich gibt es noch Arbeitslosigkeit, besonders in manchen Teilen des Landes Armut. Man muss weiter natürlich sehr viel aufbauen. Die EU ist in einer Währungskrise, aber auch in einer politischen Identitätskrise. Ist diese EU noch Transformationsmotor für die Türkei? Es ist schwierig. Man hat so ein bisschen die Hoffnung verloren auf beiden Seiten. Aber trotzdem haben die Türken und die Türkei den Europarahmen noch nicht ganz vergessen. Meiner Meinung nach ist Europa selbst natürlich jetzt in einer Art Krise oder Wandlung, sagen wir mal nicht direkt Krise, aber einer sehr wichtigen Wandlung. Wir müssen sehen, wie Europa in 10 Jahren aussieht. Ich glaube, man muss weitermachen mit Europa, Türkei. Vielleicht nicht genau in derselben Weise, aber ich bin davon überzeugt, dass die Türkei ein Mitglied der europäischen Familie ist. War sie schon seit Jahren, nicht nur in den letzten 20, 30 Jahren, sogar seit der Republik und auch sogar vorher. Also ich bin dafür, dass man weiter sich anstrengt, dass man nicht aufgibt, aber dass man flexibel ist auf beiden Seiten. Welchen Rat würden Sie der Stiftung Mercator für Ihre weitere Zusammenarbeit mit der Türkei geben? Es ist sehr schön, dass die Stiftungen, meine wichtige Stiftungen jetzt in die Türkei kommen und Mercator ist einer der wichtigsten. Ich glaube, die Zusammenarbeit mit einer großen türkischen Universität wie Sabancı Üniversität ist eine sehr gute Idee. Es darf natürlich nicht exklusiv sein, aber einen Partner zu haben, einen strategischen Partner in der Türkei, glaube ich, wird es leichter machen. Und man muss natürlich Europa-Türkei, aber auch Deutschland-Türkei. Ich meine, Deutschland und Türkei sind zwei sehr wichtige Partner. Es gibt so viel, was Deutschland und die Türkei angeht. Wenn man zusammenarbeiten kann, dann könnte Fortschritt viel schneller sein. Und in dieser Welt der Globalisierung und auch der europäischen Wandlungen es ist sehr gut, wenn Türken und Deutsche zusammen nachdenken, wie die Probleme gelöst werden sollen. Ich danke Ihnen. Teşekkürler. Dankeschön.